Mit dem Bau der neuen Sesselbahn Gant Blauherd wurde anfangs Mai begonnen mit den Baumeisterarbeiten in der Talstation, in der Bergstation sowie auf der Strecke für die Stützenfundamente. Die ganze Anlieferung vom Material für die neue Sesselbahn Gant Blauherd geschah mit der Gornergratbahn nach Riffelboden. Dort wurde es umgeladen auf Lastwagen und wurde so in die Talstation und in die Bergstation transportiert. Dies beinhaltete das ganze Material für die Baumeisterarbeiten sowie den elektromechanischen Teil. Nach erfolgter Vormontage der Stützen im Gebiet Riffelboden wurden diese Anfang August durch den Hubschrauber Kamov montiert. Auf dem Rückflug wurden die alten Stützen der Gondelbahn zurückgeflogen auf den Platz Riffelboden. Dort haben wir sämtliche Stützen in Einzelteile zerlegt und mit der GGB und der MGB nach Visp transportiert. Nach erfolgtem Seilzug konnte bereits Anfang September das neue Seil gespleist werden. Ein paar Eckdaten zur neuen Sesselbahn Gant Blauherd. Die Förderleistung beträgt 1800 Personen pro Stunde bei einer Fahrgeschwindigkeit von 5 Meter pro Sekunde. Auf der Strecke verfügt die Anlage über 8 Stützen und ist mit 36 Sessel ausgestattet für 6 Personen. Mit der neuen Sesselbahn Gant Blauherd entschärft die Zermatt Bergbahnen AG das Nadelöhr Gant. Die Anlage ist gegenüber der alten Gondelbahn auch viel windstabiler. Während der ganzen Bauzeit der Sesselbahn Gant Blauherd bestand eine angenehme Zusammenarbeit zwischen den involvierten Unternehmungen und der Zermatt Bergbahnen AG.